meine Lieben, und herzlich willkommen zu meiner neuen Glossybox. Ja, die Glossybox ist da. Ich hatte schon das ganze Wochenende drauf gewartet. Ich hatte eigentlich gedacht, ich bekomme sie schon letzte Woche, aber ich habe sie heute erst bekommen. Aber ich habe sie schon mal für euch aufgemacht, damit es nicht so kraspelt, weil das ja immer so fürchterlich kraspelt, wenn man die aufreißt. Und ich habe mich echt über die Box gefreut, weil es endlich mal auch eine andere Farbe ist. Wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, auch schon alle eine andere Box gehabt. Da hat man ja, glaube ich, irgendwie die ganzen Boxen der letzten Jahre genommen und denke mal Restbestände aufgebraucht, ne? Aber ich finde es mal ganz schön, wenn Glossybox da auch mal ein bisschen dran arbeitet, zu sagen, ich mache mal eine andere Box und ich mache auch mal eine andere Farbe. Es muss ja nicht immer gleich ein anderes Design sein. Es reicht ja schon, wenn man so eine schöne Farbe hat wie diesmal. Finde ich im Übrigen sehr schön. Ich mag dieses Grün. Es ist einer meiner Lieblingsfarben. Das wisst ihr nicht, aber es ist so, meine Familie weiß das, und ich finde die Farbe richtig schön in dem Grün. Ja, ich weiß nicht, wie sie euch gefällt, ich finde sie jedenfalls sehr, sehr schön. So, dann packen wir sie mal aus. Ich habe schon mal bei den anderen YouTubern geschlinzt, ja, habe ich. Ich habe wirklich schon geguckt, weil ich habe am Wochenende es wieder nicht aushalten können und habe mir gedacht, ja. Oh, innen drin haben das auch sehr schön gemacht, schaut mal, auch in diesem Grün, also in so einem ähnlichen Grünton mit dem Glossybox-Logo da so eingearbeitet, finde ich sehr schön. Und auch drin das Papier ist so ein bisschen wie Neongelb oder Neongrün, kann man nicht streiten, an der Seite, ne? Könnt ihr das sehen? Also alles ein bisschen farblich aufeinander abgestimmt. Finde ich ja persönlich immer sehr schön, wenn das so ein bisschen, ja, harmonisch alles ist. So, das Motto diesen Monat lautet nämlich Wanderlust. Ja, ich weiß zwar noch nicht so genau, ich habe das auch schon bei den anderen YouTubern gesehen, was das mit Wanderlust zu tun hat, weiß ich noch nicht. Aber eigentlich finde ich die Produkte sehr schön. Ich muss mal gucken, was ich habe, ich weiß es noch nicht. Aber die Hauptprodukte, die halt drin sind, die jeder hat, finde ich schon mal sehr schön. Und über den Rest werden wir mal schauen. Ich mache das Magazin einfach mal auf und werde mich gleich wieder von vorne, vom ersten Produkt bis zum nächsten, durcharbeiten. Und werde jetzt die Box einfach mal aufmachen und wir schauen mal rein, was dort drin ist. So. Muss ich mal aufmachen. Hier oben drauf liegt noch ein Flyer. Ach, ich habe euch einen Flyer vorenthalten. Ich wollte euch noch vorweg was erzählen. Dieser Flyer lag eben mit in der Box, als ich sie geöffnet habe. Und vielen Dank an die liebe Zuschauerin, die mich angeschrieben hat vor ein paar Tagen und gesagt hat, Astrid, hast du schon gesehen, Glossybox hat Special Boxen zu einem super Special Preis. Und ich habe es erst nicht gefunden, aber dann bekam ich schon die E-Mail von Glossybox. Und genau diese E-Mail kam, dass man gucken konnte, was gibt es für Boxen. Es gibt nämlich drei Glossyboxen für nur 120 Euro. Gut, das hört sich erstmal viel an. 120 Euro sind sehr viel Geld. Aber es ist dort die Weihnachtsbox mit dabei. Die kostete letztes Jahr für mich auch schon, glaube ich, 30 Euro. Dann haben wir eine Rituals-Box mit dabei. Das ist die rote. Weiß ich noch nicht, was drin sein wird. Und es gibt einen Weihnachtskalender von Glossybox. Und da bin ich natürlich drauf gespannt, weil das ist hinten abgebildet. Das habe ich nämlich eben schon gesehen. Das könnt ihr hier ganz gut erkennen. Und da könnt ihr auch schon sehen, was das nämlich im Einzelnen kosten würde. Das heißt, der Weihnachtskalender kostet 100 Euro. Den kann man auch einzeln kaufen. Man muss nicht alle drei Produkte kaufen. Es geht nur um die Ersparnis bei den 120 Euro. Zeige ich euch gleich. Ihr könnt aber auch alles einzeln kaufen. Und ich habe aber alles drei genommen. Weil ich hätte sowieso alles drei genommen. Der Weihnachtskalender 100 Euro hat einen Gesamtwert von über 300 Euro. Wir haben die Rituals Box hier an der Seite. Die kostet 25 Euro einzeln, mit einem Wert über 70 Euro, und wir haben natürlich wieder die Special Christmas Box zu Weihnachten, und die würde 30 Euro wieder kosten, hat aber einen Gesamtwert von über 130 Euro, und das stimmt. Auch letztes Jahr Weihnachten fand ich die super, super toll. Da bin ich ja auch erst zu Barbour gekommen, zu den Barbour Produkten, weil da die Hydra Active Fluid Ampullen mit dabei waren, und ja, und das fand ich sehr schön. Und die Boxen kommen, also die Rituals Ayurveda Box, die kommt im Oktober. Das steht hier oben auch drüber. Der Weihnachtskalender kommt im November hier in der Mitte, und die Dezemberbox kommt dann natürlich im Dezember, irgendwann kurz vor Weihnachten. Ja, und die Boxen würden dann ja kosten im Einzelnen 100, 130, 155 Euro. Und wenn ihr sie im Set kauft, dann bezahlt ihr vorweg diese 120 Euro, und dann habt ihr natürlich 35 Euro.
30 Euro gespart. Und das habe ich natürlich gerne gemacht, weil ich hätte eh alle Boxen mehr gekauft. Ja, aber nun wisst ihr das auch. Ihr könnt diese Boxen im Übrigen noch bis zum 8. Oktober auf glossybox.de kaufen. Das heißt, dieses Angebot gilt bis dahin noch. Und wer Lust hat und sagt, ich hätte auch gern alle drei gehabt oder würde ich sowieso nehmen, spare ich nochmal 35 Euro, kann sich die dort alle drei noch kaufen. Oder ihr kauft sie euch dann jeden Monat einzeln, wenn ihr gesagt, nö, die will ich nicht, ich will nur den Kalender oder ich will nur die Weihnachtsbox, dann könnt ihr euch die bestellen. Ja, das wollte ich euch nur erzählen, weil das habe ich nämlich gemacht. Ich habe es gemacht und ich freue mich auch schon drauf. So, und jetzt gucke ich mal gerade, was hier oben drauf liegt. Ich habe von Avon eine Mascara dabei und zwar von MAC. MAC ist die neue, dieses neue Design und eine neue jugendliche Marke von Avon. Und von MAC gibt es ganz vieles, da gibt es auch Lippenstifte von und solche Sachen. Und ja, die finde ich super gut, ne? Ich habe da auch schon was von. Zeige ich euch auch mal, ich habe da auch eine ganz tolle Mascara noch, aber diese hier habe ich glaube ich nicht, weil nach dem zu urteilen sieht sie so aus. Und ich zeige euch, ich gucke gerade nochmal, was hier noch drauf steht. Avon ist jetzt online, ja, genau, unter www.avon.de, das habe ich nämlich der Cindy erzählt. Ihr könnt jetzt auch bei Avon online bestellen, weil Avon wird jetzt im Moment sehr, sehr modern. Ich habe im Moment sowieso das Gefühl, alle Firmen schlagen um auf junge Mädchen, alles muss jugendlich werden. Avon war ja ein bisschen angestaubt von früher. Ich bin ja auch so ein Avon-Kind, bin mittlerweile selber fast 52 und habe schon als Kind mit meiner Mutter gerne den Avon-Katalog durchgestöbert und habe mir da Avon-Produkte ausgesucht als Kind und ach, ich mag es auch heute noch, ja, und ich kaufe auch heute noch bei Avon. Ich bestelle ja immer bei der lieben Doreen, die könnt ihr auch über Facebook erreichen und Instagram. Die werde ich euch, glaube ich, diesen Monat einfach mal mit reinsetzen, unten bei mir in die Infobox, weil nicht jeder mag ja so online bestellen, manch einer möchte vielleicht doch einen Ansprechpartner haben. Ich mag es lieber, weil ich kann immer mal sagen, Doreen, wie ist denn das, wie findest du das oder hast du schon mal geguckt, ausprobiert, wer sagt, nö, brauche ich nicht, mach das online, der kann das gerne heute alles hier online machen. Und das hatte ich auch schon vor längerer Zeit gehört. Ja, und wie gesagt, die haben im Moment eine neue junge Marke, diese MAC-Linie, und davon habe ich hier die Mascara. Maximales Volumen, flexibles Styling, Lash-Effekt-Technologie. Ja, mal schauen, bin ich gespannt. Ich mache die jetzt mal für euch auf. Das ist also von MAC. Jetzt gehe ich doch wieder nicht nach der Reihe, ne? Wusste ich. Weil dieser Zettel oben oder dieser Flyer oben drauf lag. Und ja, sehr modern. Avon wird sehr modern. Ich finde es auch sehr schön, muss ich sagen. Ich mag Avon. Ich kann da nichts Negatives sagen. Big and Style Volume Mascara. Jo. Okay, ich mache sie jetzt mal auf. Okay. Die hat ein Nylonbürstchen, also keine Gumminoppen oder so, sondern ein Nylonbürstchen. Aber das geht von dick nach schmal vorne zu. Das finde ich natürlich sehr schön, weil man dann auch wirklich jedes Härchen vorne erwischen kann, ohne sich mit einer dicken Bürste da ins Auge zu pieken. Manchmal sind die ja hinten dick und vorne dick und dann weiß man gar nicht, wie man da rankommen soll. Dann braucht man wieder eine zweite Mascara. Aber das finde ich ganz toll. Ich freue mich da unheimlich drauf, weil, wie gesagt, ich mit meinem Avon, ne, ich habe ja schon euch auch mein Avon-Video abgedreht und ja, ich freue mich darüber. Das ist die Farbnummer Black, also schwarz. Und ja, super. Von Avon eine Mascara. Ja, ich bin jetzt im Moment so ein bisschen, habe ich nicht mit gerechnet und schwelge jetzt gerade schon wieder geistig so in meinen Erinnerungen. So, was haben wir hier denn noch? Das ist das hier. Und zwar von Bang Beauty. Das sieht so aus und ich schaue mal eben rein, was das ist. Und zwar, ich mache es jetzt einfach erstmal auf, ist ein kleiner Glastiegel. Ja, ist ein Glastiegel. Sieht sehr schön aus, zeige ich euch mal. Und zwar sieht der so aus mit so einem silbernen Deckel. Und da ist etwas Goldenes drin. Könnt ihr mir vorstellen, könnt ihr das erkennen? Ich komme mal nicht so dicht dran. Sieht aus wie ein Eyeshadow, also ein Cream Color, ein Glam Cream Color. Ich lese mal eben ganz kurz, was hier in der Beschreibung steht, damit wir gleich wissen, was wir hier haben. Und zwar ist das von Bang Beauty eine Cream Color. Das ist ein Originalprodukt mit 3,5 Gramm. Kostet 23 Euro. Und zwar strahle den Spätsommer mit einem Hauch Farbe. Ja, das ist so ein bisschen spätsommermäßig so Bronze, ja, so Kupfer, ne? Kupfer oder Bronzefarben, so wie die Blätter so werden im Herbst, wenn man in den Wald schaut, ne? Diese kupferfarbenen Blätter, die man da manchmal hat, und auf deine Augen. Es ist vegan, es ist tierversuchsfrei, es ist ein Eyeshadow,
Es ist creme, also eine cremige Konsistenz, hochpigmentierter Bronzeton. Und er macht sich auch prima auf Wangen, Lippen sowie auch als Blush oder Highlighter. Ein echtes Multitalent. Super. Ja, das mal gleich ausprobieren. Ich habe mir gedacht, ich habe ja heute noch nicht so viel drauf. Werde ich jetzt da mal reingehen. Oh ja, sehr cremig. Sehr cremig. Gibt sehr gut Farbe ab. Zeige ich euch gleich mal auf dem Finger. Und ich werde da jetzt mal ganz vorsichtig anfangen und das mir hier mal hinsetzen und mal ein bisschen als Highlighter verwenden. Ich verwende eigentlich nie Highlighter, das wisst ihr. Aber ich habe mir jetzt gedacht, wir werden es einfach mal ein bisschen auftragen. Also ich muss sagen, ich hole gleich mal den Spiegel rein. Ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann. Highlighter oder auch solche Sachen sind ja immer vor der Kamera ganz schlecht zu erkennen. Aber hier im Spiegel, oh, der sieht aber schön aus. Wisst ihr warum? Der ist nicht so grell. Also das ist nicht so ein greller Highlighter, sondern das ist in diesem bronzefarbenen Ton halt, ne? Und das finde ich natürlich schön, muss ich sagen. Ja, finde ich echt toll. Also hier so im Spiegel kann man das gut erkennen, vor allem auch im Vergrößerungsspiegel. Ist nicht so auffällig, ne? Ist nicht gleich sowas, was so warm, diese Highlighter manchmal, diese neuen heute, ne? Ich nehme die wirklich nicht gern, weil die legen sich bei mir in die Fältchen, wo ist mein Handtuch, und dann werden die Fältchen meistens nur sehr betont. Und wenn man hier so im äußeren Bereich bleibt und nicht so unter die Fältchen geht, sondern nur so hier an der Seite, dann kommt der eigentlich ganz gut rüber, finde ich sehr schön. Ja, tolles Produkt. Ich zeige es euch auch nochmal so in die Kamera. Man braucht ganz, ganz wenig. Bin da eben nur einmal mein Fingerabdruck so reingegangen. Und da freue ich mich schon drauf. Kann man auch ganz gut, glaube ich, auf dem Auge verwenden. Vielleicht sogar hier oben. Ich werde das jetzt einfach mal hier oben ein wenig auftragen. Ach, das sieht man jetzt, glaube ich, auch nicht so gut, ne? Mal gucken. Oh, ist ein schöner Farbton. Das ist wirklich so ein herbstlicher Ton. Könnt ihr den erkennen? Ach, der ist schön. Gefällt mir sehr gut. Auch hier oben so unter den Augenbrauen. Mach den jetzt einfach mal drauf. Ich gehe heute eh nicht mehr raus, weil es draußen schüttet hier bei uns. Aber den finde ich echt schön, muss ich wirklich sagen. Super, also den werde ich mal, wie auch letztes Jahr von L'Oreal, den ich hatte, ne? Da habe ich ja auch den auf die Lippen noch ein bisschen was gegeben. Aber das kommt, glaube ich, jetzt bei dem Rot nicht ganz gut. Aber ich glaube, ihr könnt das schon ganz gut erkennen, dass das so ein schöner, herbstlicher, goldener, bronzer, so ein, ja, eine tolle Farbe. Finde ich sehr gut. Ja, super. So, dann nehmen wir gleich das nächste Produkt. Das ist von Benefit Cosmetic Go-Go Tint. Den kenne ich gar nicht, meine Lieben. Null kenne ich überhaupt nicht. Ich habe nur schon, wie gesagt, ihn in den anderen Boxen gesehen. Ich glaube, das sind ja auch die zwei Produkte, die alle mit drin haben. Ich lese mal ganz kurz, was hier steht bei Go-Go Tint. Ist von Benefit. Das Originalprodukt mit 10 Millilitern. Wie viel haben wir denn hier drin? 4. 4 Milliliter. Originalprodukt mit 10 Milliliter würde 33 Euro kosten. Es ist, also es bringt zarte Frische auf die Wangen und auf die Lippen. Dieser brandneue Sherry Lip and Cheek Stain. Okay, er ist kussecht, er ist wischfest, hält bombenfest und ja, wollen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, den kann man auf den Lippen, würde ich jetzt sagen, bei mir nicht mehr geben. Ich könnte ja mal gucken, wie sieht denn der überhaupt aus? Da sieht er sehr rosa aus. Der sieht aber sehr pinkig aus. Okay, ich mache ihn mal eben ein bisschen auf meinen Finger und zeige ihn euch erstmal in die Kamera, damit ihr wisst, was für ein Farbton euch da erwartet. Und jetzt werde ich das mal einfach hier mit auf die Wangen bringen. Oh, das verteilt sich gut, meine Lieben. Könnt ihr das erkennen? Das ist nicht mehr hinterher so grell, wie das im ersten Moment rüberkommt. Ich muss nur jetzt gucken in der Kamera, ob ich wieder zu viel genommen habe oder zu wenig. Weiß ich nicht. Mal gucken. Ansonsten, glaube ich, werde ich mich damit mal ein bisschen einschießen, weil dieser Rotton, also ist ja so ein richtig knalliges Pink-Rot, das verläuft sich dann aber hier auf den Wangen. Funktioniert eigentlich ganz gut. Und wenn das dann auch wischfest ist, dann wird es ja heilen. Ja, ich finde das im Übrigen immer sehr schön, wenn man solche Proben hat, auch von Benefit. Ich habe durch Benefit die Mascara kennengelernt. Wie hieß die eigentlich? Ich weiß gar nicht, Rollerlash? Nee, das war die nicht. Das war die von L'Oreal. Auf alle Fälle habe ich eine Mascara kennengelernt. Ich habe einen
Wimpernprimer gehabt, der war sehr gut. Ich habe, glaube ich, den Hoola Bronzer gehabt. Also ich freue mich immer, wenn von Benefit so ein Pröbchen dabei ist, dass man mal gucken kann, gefällt einem das oder nicht. Und ich finde hier mit 10 Milliliter, und ihr habt gesehen, das war eben nur so ein Tröpfchen, da kommt ihr ja ewig mit aus. Also mindestens ein ganzes Jahr. Da weiß ich gar nicht, was man mit 10 Millilitern soll, ne? Was soll ich denn da mit 10 Millilitern? Na gut, kann man ja auf den Lippen noch tragen, ne? Aber ja, wie gesagt, finde ich sehr schön. Ich freue mich darüber. Nächste Produkt, was ich sehr schön finde. Also bis jetzt finde ich die Box sehr gut. Auch mit der Mascara. Also habe ich mich echt drüber gefreut. Ach, hier ist sie nochmal abgebildet von Avon. Die kostet im Übrigen, ist ein Originalprodukt, 10 Milliliter, kostet 12 Euro. Also wenn ihr die bestellen wollt, auch online, kostet die 12 Euro. Ich bin mal gespannt, wie sie ist. Vielleicht sollten wir die mal zeitnah ausprobieren, damit ihr auch wisst, was auf euch zukommt. Und ja, bin ich ganz gespannt. Die war auch mit in der Box. Ja, finde ich echt super. Also ich freue mich darüber. So, was haben wir denn hier noch? Nutraskin. Das habe ich eben auch schon gesehen. Und zwar ist das diese kleine Verpackung. Ich komme mal ein bisschen näher. Und zwar ist das ein Hyaluronwasser steht da drauf. Okay, ein Hyaluronwasser. Wie viel haben wir denn hier eigentlich drin in dieser Verpackung? Moment, 10 Milliliter. Ich lese mal, was hier steht. Okay, Nutraskin Hyaluronwasser. Das Originalprodukt mit 30 Millilitern würde 39,95 kosten. Es ist ein Hyaluronsäurekonzentrat, also hochkonzentriert, mit kristallklarem, also ein kristallklares Serum aus purer Hyaluronsäure mit feinstem desinfizierenden Silberpartikel. Ja, super. Habt ihr letztens gehört, was ich euch bei Hyapur vorgelesen habe? Die waren natürlich auch reinstes und feinstes Hyaluron. Und mit Silberpartikel, weil Silber ist desinfizierend, kommt im Übrigen sehr gut dann, wenn man unreine Haut hat, zu Pickeln neigende Haut und solche Sachen. Also da kommt es immer ganz gut, wenn man Hyaluronsäure hat, als Speicher von Feuchtigkeit in der Haut, dass man dann noch diese Silberpartikel mit drin hat. Die sind natürlich schön. Oh, da freue ich mich drauf, das auszuprobieren. Ich hole das mal eben raus. Muss mal schauen. Oh ja, schön. 10 Milliliter Fläschchen, so sieht es aus. Und da kann man das auch schön sprühen. Das kenne ich nämlich gar nicht. Ich kenne das zum Sprühen jetzt nicht. Und nee, ich mache es mal nicht, weil es macht man eigentlich nur auf die gereinigte Haut. Also wirklich nach der Reinigung, ne, nach der Gesichtsreinigung dann auf die Haut geben. Und Hyaluronsäure ist toll. Puh, schönes Produkt. Super. So, und jetzt sehe ich hier noch eine ganz große Flasche drin. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, ne? Aber ist egal. Mal wieder. Man hat immer ein Produkt drin, was man irgendwie nicht gebrauchen kann. Von Kalusan ein natürliches Fußbad. Natürlich mild. Originalprodukt mit 300 Millilitern. Ja, stimmt. 9,99 Euro. Ja, da kann man halt seine Füße drin packen, ein Fußbad drin machen. Und ich lasse das jetzt zu, weil ich das jetzt mit in die Verlosungsbox bringe. Ich werde demnächst ein Boxenvideo abdrehen. Ich habe von einigen ganz lieben Zuschauern Päckchen bekommen und die wollte ich euch gerne mal zeigen. Und das sind ja auch so eine Art Boxen. Und in dem Zusammenhang werde ich dann die Verlosung machen mit meinen Boxen, die ich euch zusammenstelle mit den Produkten, die ich hier gesammelt habe über die Zeit. Ne? Könnt ihr euch mal ein bisschen Ausschau halten, wann ich dieses Video mache mit Zuschauerpost oder irgendwas in der Richtung. Und ja, dann kommen die Boxen mit in den Einsatz und werden mit verlost. Ja, im Moment wird es verlost, ne? Wie bei mir alles. Es geht auf Weihnachten zu und so langsam können wir uns da ein bisschen einstimmen. Gott. So, dann haben wir hier noch etwas drin, eine ganz kleine Flasche von Rituals. Das ist dieses hier. Und zwar steht da, glaube ich, drauf Ayurveda. Ich schaue mal eben drauf. Das ist ein Dry Body Oil. Oh, schön. Machen wir mal auf. Das ist ein sehr warmer, pudriger Duft. Also mehr sowas, nicht mehr jetzt diese Frische vom Sommer, sondern das ist ein pudriger Duft. Das ist ein ganz klares Öl, also nicht irgendwie so ein dicköliges, also ein dickflüssigeres Öl, sondern was ganz Zartes. Es kommt auch wieder die Zeit, wo ich immer sage, duschen in Bademantel, kurz antrocknen lassen, gleich einölen und dann ins Bett. Ne? Das ist unheimlich schön. Schaut mal, was das für eine schöne gepflegte Haut macht, so ein Öl. Und das mache ich im Winter gerne. Ne? So wirklich aus der Dusche gar nicht abtrocknen, die Feuchtigkeit auf der Haut lassen und dann gleich ein Body Oil auftragen. Ich schaue mal eben, ob ich es hier irgendwo finde. Oh, auf der letzten Seite gleich. Also, wir haben hier ein
Goodie. Das ist ein Goodie und zwar The Rituals of Ayurveda Special Edition. Ah ja, daneben ist die Box abgebildet, die bald kommt. Das wird wahrscheinlich auch der Duft sein, also dieser Entdecker Ayurveda für deine Schönheit. Ist natürlich schön, weil es ein sehr zarter, feiner, pudriger Duft ist. Also sehr warm, nicht so aufdringlich, aber auch kein Kopfschmerzduft, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich mag ja auch nicht diese künstliche Vanille manchmal in irgendwelchen Sachen. Also dies hier riecht sehr, sehr angenehm. Also das würde ich auch verbinden mit Ayurveda, muss ich ehrlich sagen. Ganz toll, freue ich mich drüber, weil dann habe ich einmal die Probe. Mal gucken, ob ich vielleicht in der Special Box dann noch ein Originalprodukt davon bekomme, von dem Öl. Weil, wie gesagt, ach, die Haut ist schön. Schaut euch mal so eine schöne eingeölte Haut an und damit dann abends ins Bett huschen und dann der Duft. Ach, das ist so ein schöner, warmer, ganz sanfter, unaufdringlicher Duft, ganz toll, finde ich schön. Ja, meine Lieben, also ich fand die Box sehr schön, bis auf Kalusan Fußbad, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber ansonsten toll. Auch hier der von Bang Beauty, ne? Finde ich richtig klasse. Also den muss ich mir unbedingt hier gleich hinlegen, dass ich den mal benutze. Die Hyaluronsäure nehme ich mit ins heute Abend gleich zum Ausprobieren. Die Mascara kommt demnächst in Einsatz. Ja, also wie gesagt, mir hat die Box Spaß gemacht. Thema Wanderlust weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht, keine Parallelen erkennen, aber macht ja auch nichts. Denkt nochmal an dieses Angebot hier bis Oktober, wer sich dafür interessiert und möchte.